Herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer neuen Folge von Outlast. Wir sind jetzt dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben, logischerweise. Ich habe ein bisschen offscreen herumprobiert. Ich glaube, ich weiß jetzt, um was es geht. Ich brauche 3 Sicherungen, um den einen Wäscheaufzug, der da vorne an der Wand ist, der da, zu aktivieren, denn da ist ein Schlüssel drin. Und was ich letztens nicht gerafft habe, ist, dass da hinten noch ein Fenster ist zum Durchspringen. Ich weiß allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht, inwiefern, ich kann mal kurz schauen, das ist das Falsche, auch das Falsche, jetzt bin ich verwirrt. Hier, okay, also ich habe keine der Sicherungen, das heißt, ich darf alles nochmal machen, aber ist ja kein Problem. Wir schauen, dass wir das jetzt möglichst schnell und seriös durchbringen. So. Da ist nämlich dann noch ein Räumchen. Drive in the nails. Schlag den Nägel ein. Und hier hängt nämlich jemand ganz geschmeidig kopfüber. Meine Frage ist, ob ich damit auch schon in einen Typen gepult und ich hatte recht. So. Schaut er jetzt. Ich hoffe mal, der ist jetzt wirklich weg. Und verarscht mich nicht. Schaut mal soweit ganz okay aus. Wie es Riddick schon so schön gesagt hat, sieht okay aus. Und der Arsch kommt. Ach, no risk, no fun, oder? Oh, verdammt. Jetzt kommt er natürlich her. Vielleicht war die andere Version, die ich das letzte Mal gehabt habe, besser. Wie gesagt, meine Batterie wird leer und somit muss ich einfach vor. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss es jetzt einfach auf Kamikaze-mäßig machen. Wie gesagt, mir bleibt derzeit gar nichts anderes übrig. Ich sehe jetzt schon, oder kann mir jetzt schon sehr gut vorstellen, dass er gleich um die Ecke kommt. Mich wird das reißen wie ein Säckchen. Genau. Hallo. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Haha. Und lauf, Penner. Oh ja, genau, da hatten wir Batterien. Und Laufpenner. Lauf, 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 lauf. Und zuschmeißen und das hier davor. Was ist jetzt? So. Was ich jetzt. Ah, okay. Dann hatte ich das sogar noch richtig in Erinnerung. Ich habe das nämlich am Wochenende. Ah ja, übrigens, tut mir das leid, dass ich so lange ausgefallen bin. Ich war da letzte Woche krank. Das habe ich beim letzten. Der letzten Folge eh schon gesagt. Dachte mir geht's dann gut. Leider hat's mich dann nach der Aufnahme, also am nächsten Tag, doch wieder umgehauen, sag ich einmal. Und somit konnte ich dann nicht weitere Folgen aufnehmen. Weil ich einfach dann geschaut habe, dass ich wirklich wieder gesund werde. Ich muss hier arbeiten und ich will ja schnellstmöglich wieder Let's Plays aufnehmen können. Ist halt so eine Sache mit der Gesundheit und der Zeit an sich. So. Ja, den kennen wir eh schon.
Und jetzt machen wir einfach die Radikalkur. Jetzt kommt der mir entgegen. Noch nicht, aber jetzt haut mir wieder eine rein. Ekler. Und wir laufen, 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 wir laufen, wir laufen, wir laufen, machen die Tür zu und wir laufen, 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 laufen. Und haja! Hi happen, huaha. Und wie man an der Musik hört. Oder doch? Sonst ist er bis jetzt nie bis daher mitgekommen, deswegen hoffe ich mal, dass ich safe bin. Und die Musik ist aus. Sehr gut. Wechseln mal kurz die Batterie. So. Im Dunkeln ist gut munkeln. Tja, zu dunkel um zum gut munkeln irgendwie. Da muss ich rein, okay. So, und wenn ich jetzt meine Annahme richtig ist, mache ich jetzt einfach den hier. Mach schnell den hier. Dann mache ich den hier. Dann geht das auf. Genau, jetzt müsste er runter. Oh, meine Annahme ist sogar richtig. Das weiß, habe ich bis jetzt nicht gewusst. Das ist jetzt wirklich reine Annahme gewesen. Ich habe mir das nur letzthin für 10 Minuten mal in Ruhe angesehen, das Ganze. Und ja, ich bin ein, zweimal gestorben, aber das war ja prinzipiell egal. Ich wollte nur. Ich wollte nur schauen. Wie das immer knirscht und knarscht. Ich wollte ja nur schauen, dass ich fürs nächste Let's Play etwas fitter bin, damit ich da nicht wieder eine halbe Stunde herumlaufe und dann sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht, Leute. Danke fürs Zusehen und für nichts. Ja. Jetzt nur die Frage. Das müsste eigentlich ungefähr die Position sein. Genau, ja, stimmt. Hallo. So, der Schlüssel ist allerdings jetzt nicht ganz klar. Ich gehe mal wieder zurück. Ach du Scheiß, was geht mit dem ab? Ich wollte doch nur darauf. Ja. So, weil ich weiß noch, irgendwann war ich hier, war es vielleicht beim Offscreen? Genau, und da ist nämlich irgendwas mit Schlüssel gestanden. Ich kann mich sogar auch richtig erinnern. So, und jetzt gehen wir da mal natürlich nicht einfach geschmeidig stiegen rauf. Das wäre auch wieder zu einfach gewesen. Und. Nice one. So. Da liegen mal Batteries. Folge dem Blut. Das kommt mir bekannt vor. Folge dem weißen Kaninchen, Neo. So. Und wieder mal mache ich es natürlich so. Dort, wo das Blut hingeht, gehe ich als erstes nicht hin. Oh, Batterie. Hallo, mein Freund. So. Und wieder mal hat es sich ausgezahlt, dass ich nicht einfach stupide vorlaufe. Ich habe sicher schon x Batterien übersehen. Oh, da unten geht jemand. Ich wette, das bricht durch und ich fall direkt unter ihm runter. Unter ihm runter, vor ihm runter. Gibt's da irgendwas? Nein. Okay, wenn ich da runterfall, muss ich also wirklich. Der Finger schaut gut aus. Muss ich halt einfach schauen, wie ich da weiterkomme. Oh Wunder, es bricht noch nicht durch. Betten. Batterien. Was war da? Zum Verstecken? Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Keine Batterien, schade. Wow, 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 Rider, Dingenskirchen. Geißen verstecken. Okay, es sieht soweit gut aus, bis auf die Musik, die hört sich nicht gut an. Aber schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Vielleicht finden wir hier noch was Nützliches.
Ah, da war der. Das ist die Ding mit dem Freak dahinter. Ah, eine Batterie. Juhu! Ich glaube, so viele Batterien hatte ich noch nie auf einmal. So, dann gehen wir mal weiter. In der Hölle. Aha. Auf der Klettern? Tatsächlich. Hopp. Und. Hopp. Nice. Tja. Das sieht aber nicht nett aus. Oh Gott, zwei Türen. Warum gefällt mir das bloß nicht? Ich bin doch ein Depp. Jetzt verstehe ich, was abgeht. Okay. Mit dem Licht wäre das deutlich besser gegangen. Also, wir sind jetzt wieder oben. Das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz gerafft. Aber egalstens. Also, wir sind da oben. Da sind wir rein und runter geplumpst. So. Und zufällig ist da wieder Blut und ein schön gezeichneter Pfeil. Und da ist eine Tür. Das gefällt mich nicht. Das gefällt mich ganz und gar nicht. Egal. Okay. Verbarrikadiertes Fenster. Was ist das? Oh, eine neue Akte. J. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir wieder besser geht. Dass es mir besser geht, sorry. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Niehaus sagt, dass dies eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Schlafzimmerhysterie. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Mann. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Cool. I'm sorry, Miss Jackson. So. Verstecken. Noch muss ich mich nicht. Gibt es für mich keinen Grund. Ach, schock mich. Ich sag, noch gibt es keinen Grund, auf einmal flackert das Licht. Ich schock mich nicht so, ey. So. Ah. Will der mir. Ich glaube, der will mich wohin bringen. Der will mir einen Weg zeigen. Kommt mir zumindest so vor. Und wir gehen natürlich den anderen Weg. Ich mache Jagd auf das Böse. Ich bin ein Ghostbuster. Der sich regelmäßig in seine Windeln. Ja. Erleichtert, sagen wir es mal so. Aha. Okay. Da kommt irgendein Bullshit. Was notiert. Lesen wir, was wir notieren. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an Kultra CIA denken. Ja. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Ein Kreuz. Ist das noch irgendwas Interessantes da? Ich glaube fast nicht. Okay, da sind wir hergekommen. Das heißt, ich gehe einfach hier entlang.
Gut, gut, gut. Da ist zu. Das heißt, mir bleibt nur diese Tür. Alter. Na toll. Sind das diese Psychobrüder? Ja, das sind die Psychobrüder. Nein. Zumindest einer davon. Muss einfach gehen. Okay. Scheiße. Scheiße. Okay. Der eine ist schon falsch gegangen, Gott sei Dank. Vielleicht habe ich Glück und die sind einfach zu dämlich zum Raffen, was hier abgeht. Immerhin sind sie schon intelligenter als die meisten Gegner, sie können Türen öffnen. Scheiße. War das notwendig? Verdammt. Komme ich da jetzt überhaupt weiter? Oder ist es jetzt so ein Dead End? Hallo? Hopp, hopp, Super Mario mäßig. Okay, aber die haben wir mal ganz gut umgangen, muss ich sagen. Jawohl, so geht das. Was? Verdammt, sag das nochmal! Wahrscheinlich werden jetzt wieder die Psychobrüder da unten auftauchen. So auf der Fall ja nicht runter. Okay, das ist ein weiter Jump, das sehe ich jetzt schon. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Nein, 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 nein. Da, du Scheiß, du Drecksteil. Nein, ich war das nicht. Ah! Nein, 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 nein. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Genau richtig. Ich kann im Dunkeln nicht sehen. Aber wie soll ich da runter? Ich meine, ohne gleich zu sterben. Planlos in Seattle, sage ich mal dazu. Die Frage ist, wenn ich jetzt da runterhupfe, wie schnell werde ich sterben? Die wollen mich jetzt aber verkackeiern, oder? Oh, großartig. Großes Kino. Wenigstens finde ich eine Batterie. Okay. Ja, aber da ist ja auch wieder dunkel. Leute, verarsch mich nicht. Okay, nein, da habe ich keine Chance. Ja, wie soll ich denn mein Camcorder finden, wenn es überall so arschrattendunkel ist? Ich muss da runter, aber wie? Bröckel, bröckel, bröckel. Vor allem, wie gesagt, ich sehe im Dunkeln ja nichts. Da bin ich blind wie ich weiß nicht was.
Aber die Tür wird nicht umsonst aufgegangen sein. Das ist mal so meine Idee. Du musst einfach so lang springen, bis das einbricht. Das kann man nicht vorstellen. Das wäre ja ein bisschen strange. Ich glaube, dass die Richtung an sich schon richtig war. Dahin, das schaut schon irgendwie so Kromnonea-mäßig aus. Ah, da drin ist das Arschloch dunkel. Aha. Toll, das schaut wieder sehr vertrauenserweckend aus. Okay, da kommt jetzt gleich was richtig Schockierendes, habe ich das Gefühl. Oh, okay, gut. Wir haben zumindest einen Weg gefunden. Wow, boah, jetzt hat es mich gerissen. Ich dachte, das Wasser ist einer von denen, der gerade näher kommt. Das war gerade wirklich leicht. Wie sagt man? Herzflattern. Ich stress mich da wieder mal selbst so sehr. Ja. Hallo? Warum war das klar? Ja, im Endeffekt, aber wo kann ich mich ja hier nirgends verstecken, oder? Ich muss jetzt kurz abchecken, wenn der mir jetzt nachläuft, ob ich da irgendwie weg kann. Ja, nach oben. Okay, da kann ich wieder nach oben. Aber nirgends verstecken an sich. Ah, sorry, jetzt habe ich aufs Mikrofon. Was ist jetzt? Was geht mit ihm? Ey, wir haben einen Stuck. Großartig. Nein, das kann jetzt aber nicht sein, oder? Oder macht jetzt einfach mal so ein bisschen auf Styler-Tänzer. Ah, oh, komm. Ja, ich würde sagen, ich lade mal neu. Wenn ich wüsste wie. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufnehme, aber ich werde das mal für heute einfach lassen. Ich sehe das einfach als Zeichen an, dass ich es für heute lassen soll. Und ja, wir sind eh relativ weit gekommen eigentlich. Wie immer, wenn ich ein bisschen Offscreen mache. Und ein paar Glückstreffer habe ich jetzt auch gelandet. Also, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Sofern ich morgen auch so schön dazukomme. Also, danke fürs Zusehen, noch einen schönen Abend und Servus.